Heute schauen wir uns mehr Sachen an, die zerquetscht werden. Hier wird eine Banane zerquetscht, Leute. Die ist aber keine richtige Banane. Ich meine, für die Leute, die sagen, hey, du solltest kein Essen zerquetschen, das war kein richtiges Essen. Wow, eine, ich glaube, das ist eine Aluminiumkugel. Ich bin mir dort nicht sicher, Leute. Ich kenne mich mit den Stoffen nicht so aus, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Oh, diese Geräusche, Leute. Oh, das hat echt meinen Ohren echt gut. Okay, McDonald's. Ich meine, ich war Ewigkeit nicht mehr bei McDonald's. Also, ich habe nichts dagegen, dass es zerquetscht wird, aber schon wieder kein reales Essen. Ich denke, das machen die wirklich, weil Leute sich in den Kommentaren beschwert haben, dass sie nicht reales Essen zerquetschen sollten. Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Okay, Alter, ich wusste nicht, dass das Teil so hohe Sachen auch zerquetschen kann, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Und das ist auch irgendwas Metallisches, Leute, aber das Teil ist stark genug, um sowas zu zerquetschen. Und hier, oh, Alter, das ist eine andere Maschine, oder? Ich glaube, ja. Okay, Einkaufswagen, sehr interessant. Da sind aber Lebensmittel drin, Leute. Okay. Oh, wie doll. Alter, ich meine, irgendwann ist die Grenze erreicht, da kannst du etwas halt nicht mehr zerquetschen, weil die Dichte zu hoch wird. Ja, Spaß, ich habe keine Ahnung, was ich dort gesagt habe. Ein Ball, okay. Lass mal sehen. Ich meine, der sollte explodieren, oder? Ich meine, da ist Luft drin und normalerweise muss die Luft ja irgendwo rauskommen. Oh mein Gott. Irgendwie tat das gut. Okay, Lego. Okay. Ah. Alter. Das war kein richtiges Lego natürlich. Irgendwie zerquetschen die hier alle möglichen Sachen, aber keine richtigen Sachen, sondern immer nur Fakes auf jeden Fall. Oh, das sind aber, ja, das sind richtige Süßigkeiten, Leute. Ich sehe schon Leute in den Kommentaren schreiben, hey, das solltest du nicht zerquetschen, weil das ist nicht okay. Oh, Alter, ich glaube, das ist aber, was besteht aus Plastik? Oh, ich meine, ja, ist doch Plastik, Leute, okay? Das werden wir überleben, oder? Oh, richtige Diamanten. Kleiner Spaß natürlich nicht. Alter, ich glaube, das konnte man nicht essen. Ah, das sind, okay, ich sehe schon, Da sind sogar Wasser, da ist sogar Wasser drin. Okay, das sah irgendwie geil aus. Oh nein, nicht Stefan. Es ist, Stefan, okay, sein Name ist Stefan, denn ich liebe dich, tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun, okay? Du kannst nichts dafür, dass die Menschen so sind. Okay. Schon wieder keine richtige Pflanze auf jeden Fall. Und, okay, das habe ich schon öfter gesehen, Leute. Nichts Neues auf jeden Fall. Oh mein Gott, eine Bowlingkugel. Oh, Alter. Ist das Geld? Niemals, das ist kein Geld. Ich glaube, das ist Fake-Geld. Ja, das ist Schokoladengeld. So, dieses Schokoladengeld jetzt ohne Scheiß. Kennt das jemand von euch? Das ist so schwer zu kauen. Okay, schon wieder dieses Ding. Ich weiß nicht, wieso. Ich mag die Maschine mega. Aber das ist irgendwie eine andere Maschine. Vorher tun die das da rein. Was auch immer das genau ist, Leute. Und da kommt es da unten raus. Weil es muss ja irgendwo rauskommen, Leute. Also kommt es aber von unten raus. Und dann ist es so eine Art Spaghetti. Was auf jeden Fall ziemlich cool anzusehen ist. Oh nein. Nicht schon wieder so ein Plüschtier. So. Oh no. Oh. Ah, immer dasselbe, Leute. Alter, ey, das habe ich gestern gespielt. Jenga. Oh, es besteht aus Holz. Ja, habe ich gestern gespielt. Und ich habe einmal verloren, einmal gewonnen. Schon wieder ein Ball, okay. Der sollte wieder explodieren, oder? Wie gesagt, die Luft muss irgendwo rauskommen. What? Oh, keine Explosion. Oh, jetzt ein bisschen, aber nicht wirklich. Alter, was ist das? Wow, schon wieder irgendwas Metallisches. Sieht aus wie eine fette Riesengurke aus Metall oder so. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, aber... Ach, du Kacke, ich glaube, du kannst ihn nicht mehr benutzen. Ein Mülleimer. Kann man natürlich benutzen, beziehungsweise zerquetschen. Obwohl ein Mülleimer ja theoretisch für was anderes ist. Schon wieder diese Maschine, Leute. Lass uns Spaghetti erstellen. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, das ist meine Lieblingsmaschine momentan. Okay, Spielzeugauto, ja. Was soll man dazu sagen? Oh, Alter. Sie haben nur das Unterteil des Affens getötet, damit er noch den Schmerz mitbekommt. Zerquetscht gleich den Kopf mit, okay? Das ist das Menschlichste, was du tun kannst. Ein weiterer Ball, Leute. Ich glaube, das tut ganz gut, wenn das explodiert, auf jeden Fall. Das war unerwartet. Oh, ein riesen Tennisball. Der ist echt extrem groß, oder? Die Maschine ist einfach klein, aber ich glaube, der Tennisball ist einfach groß. So, ich wette, das kann man auch bei Amazon oder sowas bestellen, Leute. Okay, das ist... Okay, schon wieder dasselbe Ding. Das haben wir schon mal gesehen. Ich meine, die Maschine muss so viel Kraft haben, um sowas zu erpressen. Das ist ja echt unnormal, Leute. Also, kann man nicht anders sagen. Schon wieder die... Schon wieder meine Lieblingsmaschine, Leute. Oh, das kommt aber diesmal anders raus irgendwie. Oh, okay, das finde ich irgendwie nicht so angenehm, muss ich sagen. Ich finde, das sieht ein bisschen eklig aus. Okay, hi. Ist das SpongeBob zu Hause? Ich glaube, ja, Leute. Und, ja. Jetzt hat SpongeBob kein Zuhause mehr. Vielen Dank, liebe Maschine. Schon wieder ein weiterer Ball. Er wird explodieren. Ja, Alter. Aus was besteht der? Irgendwie merkwürdig, Leute. Okay, Mülleimer. Kann man zerstören, Leute. Ich glaube, der Typ hat was gegen Mülleimer. Und ein weiterer Ball. Bitte gib mir eine Explosion. Bitte gib mir eine Explosion. Ich will eine Explosion haben. Bitte, 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 bitte. Das Einzige, was ich will in meinem Leben, okay? Oh, Gott sei Dank. Oh nein, es ist so warm. Das könnte ich benutzen, ganz ehrlich. Bevor du es zerstörst, ich könnte das benutzen. Aber jetzt ist es sowieso schon zu spät. Ich werde das Teil wird niemals, nie wieder benutzt werden. Oh, einen Kack kaufen. Okay, oh. Was war da drin? Ich glaube, ein bisschen... Okay, mehr Bälle auf jeden Fall. Kann man machen, Leute. Kann man machen. So mit diesen kann man so rumspielen. Oh mein Gott. Ach du Kacke, okay. Ich habe gesehen, wie viel Gewicht da stand auf jeden Fall. Da auf das Teil hast du normalerweise Sachen gelegt und dann sagt es dir, wie schwer es ist. Es ist quasi eine Waage und das war ein bisschen zu schwer für die Waage. Okay, wieder Süßigkeiten. Ich sehe schon wieder Leute in die Kommentare schreiben. Das hätte ich aber essen können, okay? Okay, was ist das? Sieht irgendwie zum Teil essbar aus, aber ist es natürlich nicht. Alter, wo finden die überhaupt die ganzen Sachen? Das ist ja meine Frage, Leute. Und so wieder so ein fettes Ding. Ich kann es auch nicht glauben, wie stark diese Maschine ist, Leute.
Leute, aber die kann einige Tonnen auf jeden Fall aufbringen. Ich wette mit euch, ganz ehrlich, ich würde gerne sehen, wie die ein Auto oder sowas da reintun. Das wäre mega geil auf jeden Fall. Und ein weiterer Ball. So, Bälle, ja, ich mag die Explosion. Nur wenn eine Explosion da ist, oder? Okay, dann mag ich es wirklich gerne. Komm schon, bitte, mit der Explosion. Oh, oh mein Gott, heute Abend werde ich gut schlafen können. Eine Wassermelone, aber keine richtige, sondern so ein... Daraus kann man wahrscheinlich trinken. Okay, da wird es keine Explosion geben. Ich meine, es ist nur Plastik. Endlich mal aus der weiteren Entfernung, Leute. Okay, ich meine, es ist immer wieder dasselbe. Richtig, Leute? Ein Spielzeugauto? Hey, ein Sammler würde das nicht gefallen. Oh nein, nicht der Gartenzwerg, der anscheinend elektrisch war. Keine Ahnung, Leute. Und ein weiteres Ding zum Stressabbau für Leute. Man macht normalerweise den hier die ganze Zeit. Aber ja, weg ist das Teil. Okay, da kommt wieder was raus. Lass mal sehen, wie es sieht. Oh, nicht schon wieder so unangenehm, ey. Finde ich gar nicht gut. Bitte Explosion. Bitte Explosion. Komm schon, Bro. Bitte gib mir eine Explosion. Mehr will ich gar nicht in meinem Leben. Bitte, bitte, bitte. Explodier, Bro. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es, wenn Bälle explodieren, Leute. Ich weiß nicht wieso, okay? Oh, schon wieder dieses Ding, ey. Ja, das ist aber lame, finde ich, weil es ist quasi immer wieder dasselbe, okay? Also, mich persönlich entspannt es nicht, wenn sie das zerquetschen. Vielleicht aber dich, okay? Geschmäcker sind verschieden. Oh, Kerzen? Oh mein Gott. Ich meine, sie leuchten immer noch, Leute. Genau wie du. War das nicht romantisch? Okay, ein Spielzeug, so eine Art Rubik's Cube, nur anders. Popcorn. Oh, ich sehe schon wieder in den Kommentaren, Leute. Den Rest würde ich jetzt ohne Scheiß essen. Ich habe echt Hunger auf Popcorn. Ich war schon lange nicht im Kino, aber wenn die Kinos aufmachen, gehe ich bald wieder hin. Vor allem, man könnte ja in ein Autokino gehen, das gibt's ja auch. Oh, was? Da ist so viel. Alter, wusste ich gar nicht, dass Popcorn so viel Flüssigkeit drin hat. Okay, mehr. Ich glaube, die Teile kann man essen. Oder das ist Watte, ich habe keine Ahnung. Sah aber nicht so spektakulär aus. Das würde mega explodieren, Leute. Das wird unnormal explodieren, habe ich das Gefühl. Was denkt ihr? Ich glaube ja. Oh, oh, das wird eine fette Explosion. Game. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Mehr Süßigkeiten, okay. Mehr Süßigkeiten. Also anscheinend ist das, ich sehe das doch egal, was Leute in den Kommentaren schreiben, so wie es aussieht. Finde ich aber auch gut. Und eine, entweder eine fette Orange oder ein Ball. Und das sieht eher aus wie ein Ball, weil eine Orange... Oh, das war so ein kleiner Furz. So ein kleiner Furz, den man aber nicht hört. Die respektiere ich auch übrigens, auch wenn sie keinen Sound haben. Okay, eine Spartbüchse. Okay, ja, die kann man so nicht mehr benutzen. Eine fette Kerze. Ja, Kerzen sind ganz schön hartnäckig, ne? Ich meine, ein Teil davon überlebt immer auf jeden Fall. Oh, wer ist das denn? Okay, dein größter Erzfeind. Alter. Wow. Okay, das war merkwürdig. Oh, ich liebe Bälle, Leute. Ich liebe Bälle. Und explodierst du Beachvolleyball. Ja, so eine kleine Baby-Explosion. Sobald es am Anfang so klein explodiert, wird es keine zweite Explosion geben, weil der Sauerstoff halt schon irgendwo rauskommen ist. Okay, ein Ei. Kann man machen, Leute. Kann man machen. Oh nein, das schaut mich so nett an. Ich find's gar nicht gut. So, bitte töte keine Sachen, die dich nett anschauen, okay? Komm schon. Tu mir den Gefallen. Okay, hi, Buddy. Der Typ tut mir einfach nur leid, Leute. Und wieder ein Spielzeugauto. Leute, Sammler wären nicht zufrieden mit dem Video. Bitte komm schön raus. Okay, finde ich auch irgendwie eklig, Leute. Also, Alter, was genau hast du da zerquetscht? Schon wieder SpongeBobs Haus? Also, ich glaube, er mag SpongeBob gar nicht, so wie es aussieht, Leute. Oder sein Haus nicht, oder wie auch immer. Oh nein. Oh, ich muss sagen, ich respektiere die Explosion, okay? Okay, mehr Spielzeuge. Ja, interessant, Leute. Ich meine, kannst du machen, Leute. Kannst du machen. Ich meine, mich stört das nicht. Wieder ein Ball, der sollte explodieren, oder? Komm schon, Buddy. Oh, das war eine respektable Explosion, Leute. Keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, das sind so Stressabbaubälle. Die benutzt er ziemlich oft anscheinend, Leute. Und mehr dieser Dinge, okay. Mehr Kerzen. So, er benutzt immer dieselben Sachen, aber irgendwie sehen die doch anders aus. Also sehr interessant auf jeden Fall. Und wieder ein Ball. Leute, ihr wisst, worauf ich warte. Auf die Explosion. Nicht die beste Explosion, aber ich muss sagen, finde ich auf jeden Fall okay. Okay, das war der Typ, der lebt vielleicht so immer noch, oder? Oh nein, der lebt doch nicht. Oh, diese Dinger, die... Ja, damit kann man auch so rumkneten und Stress abbauen, Leute. Keine Ahnung, wer das tut, aber... Im Endeffekt sind Fischespinner ja auch nur dazu da, um Stress abzubauen. Ein Bällchen. Ja, kein Bällchen mehr auf jeden Fall. Genauso wie eine Kuh. Eher weniger eine Kuh gerade. Ich würde sagen, sie ist eine... Warte, lass mich kurz was überlegen. Etwas Witziges. Mir fällt nichts ein, verdammte Kacke. Ein weiterer Ball. Ja. Oh, das sah gut aus. Wow. Ich muss sagen, das respektiere ich auf jeden Fall so ein bisschen. Oh, ich wusste nicht, dass ich das Teil unten bewegen kann. Bitte komm toll raus. Bitte komm toll raus. Bitte komm toll raus. Nicht so eklig raus, ich meine... Das könnte gut sein. Oh, schon wieder so eklig. So, ich weiß nicht, wenn das entspannt, aber mich auf jeden Fall nicht, okay? Bälle, ja, Bälle entspannen mich schon mehr. Spielzeugautos ist ja weniger auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es ja dazu da, um zu entspannen. Was? Ach so, Bälle. Ich meine, wow. Okay, Ballons. So, ich weiß nicht, wieso. Ich mag es zwar, wenn Bälle hier explodieren, aber wenn Ballons explodieren vor meinem Gesicht, kann ich das gar nicht leiden. Ich erschrecke mich immer so. Okay, hi, Buddy. Du wirst zerquetscht. Ja, das war's mit dir. Und, das sieht echt lecker aus. Oh, das würde ich so... Oh mein Gott, das würde ich so gerne essen. Okay, das zum Schluss. Das tut mir echt leid, Leute. Jetzt mal ehrlich, das hat mir echt Hunger gemacht. Ist ohne Scheiß. Ich habe Bock mal wieder auf Popcorn und irgendwie Schokolade. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie Bock auf beides, muss ich sagen. Hast du auch Bock auf Essen jetzt? Aber Leute, das war's für das Video. Wir haben gesehen, wie Sachen zerquetscht werden. Wenn du mehr davon sehen willst, lass dann noch oben da abonnieren kostenlos und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!